und herzlich willkommen. Ich bin Catherine Cooley. Wir sind hier im Yoke bzw. in der Küche vom Yoke und wir backen heute vegane Cookies. Wir als Café bieten viele vegane Backwaren an. Mir persönlich ist immer wichtig, dass die veganen Speisen und Backwaren nichts fehlen lassen. Also manchmal hat man ja bei veganen Speisen vielleicht das Gefühl, oh, das ist jetzt ein nicht ausreichender Ersatz für einen Original. Und wir versuchen das eben zu vermeiden. Wir haben nur Produkte, die vegan sind, von denen wir hundertprozentig sagen können, die sind genauso gut wie das Original, wenn nicht sogar besser. Und vegane Cookies sind auf jeden Fall genau so ein Beispiel. Die veganen Cookies, die wir hier anbieten, sind, würde ich behaupten, besser als die meisten nicht veganen Cookies, die ihr bekommen könnt. Und ich zeige euch heute, wie wir die machen. Wir starten jetzt einmal mit Margarine bzw. vegane Butter. Entweder nehmt ihr eine Blockbutter vegan oder eben eine Margarine. Ich finde, bei diesem Rezept macht es keinen großen Unterschied. Wir haben dann noch weißen Zucker. Und um einen braunen Zucker, den man in Amerika häufig findet, simulieren, benutzen wir noch ein bisschen Melasse. Das ist eine Art Zuckerrübensirup. Wenn ihr den nicht bekommen könnt, den gibt es tatsächlich im Reformhaus, sonst nehmt ihr alternativ Zuckerrübensirup, den ihr so ja, als Goldsaft oder sowas ähnliches könntet ihr auch nehmen. Genau, da tun wir den Zucker jetzt rein und die Melasse bzw. erst die Margarine. Und genau, die Melasse, die macht den Zucker ein bisschen ja, einmal dunkler, aber gibt auch ein Aroma, was finde ich bei diesen Schokocookies einfach ja, ganz unvergleichlich ist und das gewisse Etwas hinzufügt. Genau, das ist ein bisschen sehr klebrig. Jetzt nehmen wir ein Handrührgerät. Ihr könnt es auch im Standmixer machen, wenn ihr einen Standmixer habt. Oder zur Not auch mit einem Schneebesen und einem, einer Gummizunge, um so Feinteile gut zu verteilen. Ich mache das jetzt erstmal auf der mittleren Stufe. Bestandteile vom Schüsselrand abmachen. Ich habe das jetzt auf der höchsten Stufe, damit sich das gut vermischt und eben schön cremig wird. Jetzt haben wir noch Hafermilch und Vanilleextrakt, den tun wir jetzt noch mit dran und dann wird das nochmal verrührt. Konsistenz hat so ein bisschen was von nassem Sand. Ein bisschen cremiger. Genau, und jetzt haben wir tatsächlich noch Mehl, Stärke, Backpulver und Salz, ganz wichtig. Und das mischen wir jetzt einmal in dieser Schüssel. Ich habe jetzt die Speisestärke hinzugefügt. Wir haben jetzt noch Backpulver und noch eine ordentliche Prise Salz. Ganz wichtig. Sehr großer Cookies. Das muss jetzt einmal gut vermischt werden, damit wir keine Salztäschlein oder Backpulvertäschlein in unserem Mehl haben. So. Und das
Ganze kommt jetzt an unsere Margarine-Zuckermischung. Das rühren wir aber nicht mit dem Handrührgerät, sondern ganz vorsichtig mit unserer Gummizunge. Aber im Großen und Ganzen gilt, gerade bei veganen Backwaren, dass man lieber nicht zu viel rührt, sondern gerade so viel, dass alle Zutaten vermischt sind. Sonst werden die häufig zäh oder klitschig. Ihr kennt das vielleicht vom Bananenbrot. So, jetzt nicht verzagen, der Teig sieht noch ein bisschen trocken aus, aber man muss es einfach ein bisschen bearbeiten. Und das Mehl saugt dann, beziehungsweise der Teig und das Mehl saugt die Flüssigkeit auf. Und dann ist es am Ende eigentlich sehr schön leicht feucht. Und dann sind wir auch fast schon ready für unseren letzten Schritt. Das wären dann unsere Mix-Ins. Und in diesem Fall machen wir einfach Chocolate Chip Cookies. Das sind dann ganz einfach in diesem Fall gehackte Zartbitterschokolade. Wir benutzen so Drops, die schon in einer runden Form sind. Dadurch haben wir eine relativ gleichmäßige Größe, aber wir möchten sie halt ein bisschen ungleichmäßiger, ein paar größere, ein paar kleinere Stücke, und deswegen hacken wir sie. Ihr könnt aber alles mögliche andere noch in die Cookies dran tun. Ihr könntet auch Nüsse, gehackte Walnüsse vielleicht vorher einmal rösten oder Mandeln. Oder wenn ihr nicht vegan unterwegs seid, könnt ihr natürlich auch Vollmilchschokolade ranmachen. Ich empfehle selbst Nicht-Veganern, diese Cookies zu probieren, weil du brauchst keine Eier für köstliche Cookies. Lass sie lieber weg. Genau, noch ein letztes Mal rühren, und jetzt eigentlich, ne, alles, was jetzt noch in trockenen Mehlstückchen war, wurde jetzt absorbiert in den Teig, beziehungsweise andersrum, die Flüssigkeit hat sich so ein bisschen verteilt. Jetzt hauen wir einfach die restliche Schokolade ran, und die wird dann auch einmal runtergerührt, und dann sind wir eigentlich schon ready, um unsere Kekse zu formen. So, und ihr seht, wir sparen nicht an Schokolade, weil was ist ein Chocolate Chip Cookie ohne Schokolade? Ganz ehrlich. So, im besten Fall würdet ihr das vielleicht noch kurz ruhen lassen, einmal in den Kühlschrank stellen, mit Folie oder mit einem Deckel drauf, einmal auskühlen lassen. Es ist aber nicht zwingend notwendig. Also oftmals bei normalen Cookie-Rezepten findet ihr dann diesen Step, dass ihr das kühlt. Das müsst ihr hier nicht machen. Ich empfehle zum Portionieren, falls ihr sowas habt, einen Eisportionierer. Könnt aber natürlich einfach mit einem Esslöffel oder sonst wie das formen. Wir machen das jetzt mit unserem Eisportionierer. Ihr heizt euren Ofen, wenn ihr die Cookies direkt backen wollt, auch einmal vor, nämlich auf 180 Grad. Und genau, wir portionieren das jetzt mit dem Eisportionierer. Und dann rollen wir die Cookies einmal ein bisschen. Müsst ihr nicht unbedingt, aber dadurch kriegt ihr schöne runde Cookies. Und es empfiehlt sich, wenn die Cookies einmal im Kühlschrank waren, der Teig kalt ist, dass ihr die Cookies sogar noch ein bisschen flach drückt. Dadurch kriegt ihr eine schöne, ja, schöne Höhe, nicht zu dicke Cookies, sondern Cookies, die außen ein bisschen knusprig sind und innen schön weich. Das machen wir jetzt einmal auf das ganze Blech. Sind unsere Cookies bereit für den Ofen. Das Tolle an dem Cookie-Rezept ist, dass man die Cookies fertig portioniert einfrieren kann und dann aus dem Tiefkühler direkt aufs Blech einmal aufbacken, und man hat frische Cookies, wann auch immer man sie haben möchte. Thank you.
finde es wichtig, damit die Cookies sich schön ausbreiten und nicht so dick bleiben. Jetzt müssen die Cookies noch auskühlen und ja, dann wären sie bereit, um sie gleich zu probieren. Aber jetzt erstmal noch Geduld. Die Cookies müssen jetzt 10 Minuten auskühlen. Dann tut ihr sie am besten auf ein Gitter, wenn ihr es habt, und lasst sie nochmal weitere 10 Minuten auskühlen, beziehungsweise bis sie ganz erkaltet sind. Dann könnt ihr sie genießen. Ihr könnt sie auch schon vorher genießen, aber dann sind sie perfekt, außen knusprig, innen chewy, weich und köstlich. Und die Schokolade ist auch noch ein bisschen weich und delicious. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche guten Appetit und kommt uns doch mal im Jog besuchen.